Die Menschen vergessen immer mehr zu lesen. Dabei sind zwischen den Buchdeckeln Menschen und ihre Geschichten. Jeden Tag erfüllt Karl seine Leidenschaft, Menschen ihre Bücher zu überreichen. Egal ob Mr. Darcy, Effi Briest oder Frau Langstrumpf, alle schätzen seine Besuche. Doch ohne es zu wissen, fehlte etwas in seinem Leben. Ich bin Sascha. Du bist der Buchspazierer. Wenn du mich kennst, weißt du sicher auch, dass ich immer alleine gehe. Gut, ich gehe alleine neben dir. Was sagen eigentlich deine Eltern dazu? Meine Mama würde es erlauben. Mr. Darcy, ihm bringe ich jeden Tag ein Buch. Was soll das Kind? Es begleitet mich. Menschen, die gerne lesen, haben meinen Namen aus einem Roman verdient. Himbeere. Danke, Frau Langstrumpf. Zitrone. Du bringst die falschen Bücher, Buchspazierer. Geht der in deine Klasse? Nein, der geht durch die Stadt. Hast du schon einen Namen für mich gefunden? Für jemanden wie dich gibt es nicht. Nicht in allen Büchern der Welt. Mama, der hat es genauso gemacht wie du. Warst du schon immer der Buchspazierer? Nein, früher. Früher ist lange vorbei. Mir fällt heute die schwere Aufgabe zu, Ihnen zu kommunizieren, dass wir Sie von Ihren Verpflichtungen entbinden werden. Es tut mir leid. Es gibt keinen Buchspazierer mehr. Geh nach Hause. Aber wir... Geh nach Hause! Du vergisst jetzt mal diesen ganzen Bücherquatsch. Wir sollen ihr Leben leben. Möglicherweise gehören sie ja zu ihrem Leben dazu. Du musst ein Buch über uns schreiben. Sind Sie heute mit Ihrer Enkelin? Nein, ich helfe ihm nur. Es heißt ja, man soll alten Leuten helfen.